draußen an den Empfängnisgeräten. Heute geht's mal richtig schön touristisch langweilig auf dem Radweg über die Reichenau und wieder zurück nach Konstanz. Jetzt sind wir hier gerade auf unserem schönen Radweg. Der führt hier an der Bahn lang. Der geht ungefähr bis Radolfzell. Ist so eine Radautobahn. Es ist Reformationstag. 9.54 Uhr, also kurz vor 10. Oder habe ich jetzt die Uhr von dem Bike-Computer noch gar nicht umgestellt? Gute Frage. Also ist noch relativ früh. Es ist relativ kalt, 4 Grad, aber wie ihr seht, blauer Himmel. Und jetzt nehme ich euch, wie beim letzten Video, was eigentlich ganz gut ankam, einfach mal so ein bisschen mit. Ist jetzt hier nicht für die Hardcore-Mountainbiker, sondern vielleicht auch die Leute, die einfach mal eine Radtour fahren wollen. Wenn es was Interessantes gibt, dann schalte ich mich wieder ein. Ich bin immer noch auf dem hübschen Radweg. Ist eigentlich auch mein morgendlicher Weg zur Arbeit. Brauche so 10 Minuten. Fahre ich eigentlich immer mit dem Rad. So bei minus 20 lasse ich mich dann mit dem Auto fahren. Aber so minus 15 geht dann auch noch. Ist alles eine Frage des Willens. Heute bin ich mit meiner schwarzen Rennsemmel unterwegs, nichts elektrisch. Und ich merke es gerade auch, ich bin jetzt eine Woche nicht gefahren, weil es mir gesundheitlich nicht so gut ging. Und wie ihr vielleicht auch so ein bisschen hört, bin ich so ein bisschen am Schnaufen. Normalerweise rolle ich hier ganz entspannt runter. Puls ist fast 140, Schnitt fast 24. Und jetzt kommt hier noch der Seehaas vorbei. Aber ihr hört, da ist ja ganz schön am Schlaufen, der alte Mann. So, jetzt kommt da vorne, oh, jetzt habt ihr ja Glück, jetzt kommt noch ein Seehaas. Also Seehaas ist so unser Nahverkehr Konstanz-Radolfzell-Singen. Ist nach Hegne, das ist eine Schweizer Bahngesellschaft. Wird sehr, sehr gut angenommen. Viele meiner Kollegen, Arbeitskollegen, kommen mit dem Seehaas. Und das ist auch gut so. Hinter der DHL bei uns, Zentrale neu gebaut. Und jetzt fahren wir an dem Gelände vorbei, wo auch meine Firma ist. Das gehört uns hier nicht alles, sondern nur die hinteren Blocks. Die Firma nennt sich SPPAL. Siemens Postal Parcel and Airport Logistic GmbH. Ist ein toller Name, besonders wenn man sich am Telefon melden muss. Und ich hock, das sehen wir gleich, falls das jemand interessiert. Da hinten in diesem getarnten Flachbau, ihr werdet gleich sehen, was ich meine mit getarnt, der hat also eine Tarnlackierung. Wenn der böse Russe kommt oder vielleicht der Amerikaner oder vielleicht doch Kim Jong-un, dann kann der uns nicht sehen, weil wir haben so eine Fleckentarnung, da seht ihr's. Blau, weiß und grau, so Flecken, da seht ihr's. Das ist also eigentlich ein Panzer. Den kann man also bewegen, so rollen. Und dann können wir den Krieg entscheidend beeinflussen. Morgen. Und ihr seht, die Leute in Konstanz sind sehr freundlich. Ich auch. Das ist unser LKW-Stauraum. Ich glaube, das wird euch jetzt alles irgendwie nicht interessieren, aber ich mache jetzt mal Perle-Style. Perle kennt ihr, Michael Perlitschke, einer der wenigen guten Dampfkanäle neben Knacki Deluxe. Muss man einfach so sehen, die anderen großen Dampfkanäle sind irgendwie alle weg. Ich habe letztlich mal wieder so geguckt, die Leute, die ich so kannte, Dampfmacher, Obi und so, die sind alle zwar noch da, die Kanäle, aber die machen alle irgendwie nichts mehr. War ich dann schon ein bisschen überrascht. Ein Filgut habe ich noch gefunden, macht aber auch wenig. Wahrscheinlich gibt es jetzt lauter neue, hippe, stylige Neudampftuber, die halt den Markt von hinten aufrollen und die alten Herrschaften so vom Markt verdrängen vielleicht. Wer weiß, ich weiß es nicht. Also wenn ihr es wisst, schreibt es unten rein. Ich muss auf meinem Kanal schätzungsweise auch noch viele Dampfer haben, immer noch, weil immer wenn ich ein Video hochlade, geht meine Abozahl runter. Nein, doch. Das ist eigentlich komisch. Also, ich kann es mir natürlich schon erklären.
Weil da sind dann die Dampfer und sagen, naja, jetzt 20 Videos über Fahrrad. Finde ich dann auch langweilig. Machen wir mal das Abo weg. Für mich ist es natürlich ein bisschen, naja, frustrierend. Umso mehr Videos man macht, umso weniger Abonnenten hat man. Das ist ein bisschen komisch. Links ab. Müssen natürlich gucken, dass wir keine Leute umfahren. Jetzt kommen wir dann auf die Reichenau. Fahren dann über die sogenannte Allee. Die Reichenau ist auf einer Halbinsel. Ich blende euch da mal eine Karte ein. Das ist im Herbst sehr, sehr schön. Das ganze Ding hier ist neu, diese Brücke, weil irgendwann soll ja mal die Autobahn von Stuttgart bis nach Konstanz führen. Ich glaube da nicht dran. Als ich hierher gezogen bin mit 12, war die Autobahn im Bau und sie ist immer noch nicht da. Wir reden über 10 Kilometer. Hatte ich ja in meinem letzten Fahrvideo schon mal angekündigt, dass da irgendwas nicht stimmt. Aber hier haben sie so eine Mords. Brücke gebaut mit Auffahrt und Abfahrt und Umfahrt und verkehrstechnisch natürlich wieder sehr schlecht hier. Radwege kreuzen den Autoverkehr. Viele Autofahrer sind einfach blind und wollen einen dann irgendwie vom Fahrrad befördern. Ist manchmal blöd. Jetzt sind wir hier auf der Allee und ihr seht sofort, warum das Ding Allee heißt. Hier auf der rechten Seite haben wir Ried. Das gehört alles irgendwie zu diesem Wolmertinger Ried, Weltkulturerbe, was weiß ich was. Der Radweg hier, wird euch auffallen, ist ein bisschen höher als die Straße. Und zwar ab und zu haben wir mal Hochwasser und dann säuft die Straße immer ab. Also die ist dann unter Wasser. Und dann wird sozusagen der Radweg zur Straße und die Radfahrer haben halt Pech. Das letzte Mal war, oh je, war das letzte Hochwasser. Weiß ich gar nicht mehr. Schon ein paar Jahre her. Dann sind dann die Autos hier oben auf dem Radweg gefahren und die Radfahrer, weiß gar nicht, die durften dann glaube ich nicht mehr fahren. Und wenn es ganz schlimm ist und das Ding hier auch unter Wasser ist, dann tut dann die Feuerwehr einen mit dem Schiffchen zu seinem Auto fahren. Also es kann schon mal passieren, dass die Insel mal abgeschnitten ist. Passiert aber nur alle 10, 15 Jahre. Jetzt kommt gleich auf der rechten Seite so ein Aussichtspunkt. Da kann man unheimlich viele Vögel sehen, die im Winter dann da, was machen die denn da? Überwintern, glaube ich. Da stehen immer so Vogelkundler mit ihren Spektiven. Die gucken sich dann immer die Sachen hier an. Aber ich weiß nicht, wo das ist. So, da drüben sehen wir jetzt die Schweiz. Ich weiß gar nicht, welches Städtchen das ist. Und auf der Seite da drüben sieht man Hegner, das Kloster, hinten Allensbach. Jetzt sind wir also fast runter von der Allee. Kommt gleich noch die Pirmin-Figur, so als Eingang. Und dann sind wir auch schon auf der Allee. Hier auf der linken Seite ist noch so eine Ruine. Und fragt mich jetzt bitte nicht den geschichtlichen Hintergrund. Es gibt Dinge, die kann ich nicht, zum Beispiel Zahlen merken und Namen merken, kann ich mir auch nicht gut. Ich kann mir gut Gesichter merken, und aber keine Ahnung, müsste ich jetzt mal googeln oder könnt ihr ja selber googeln. Ich mache mir mal die Karte dahin und Kreuz, dann könnt ihr ja mal rauskriegen, was da ist. So, jetzt sind wir eigentlich auf der Insel. Nein, stimmt nicht, wir sind ja noch nicht bei der Pirmin-Figur. Und wie ihr seht, selbst im November ist hier schon noch ganz schön Betrieb. Lauter Auswärtige gucken sich halt die schöne Insel an oder gehen hier spazieren mit ihren Kindern, wie ihr da vorne seht. Deswegen fahre ich auf der Reichenau immer gerne früh am Morgen, weil da ist einfach noch etwas rum. Da vorne seht ihr jetzt diesen Pirmin. Da mache ich euch unten mal den Text rein. Und da unten ist so ein kleiner Kanal, der dann im Prinzip die Insel von diesem Allee da trennt. Hier seht ihr das. Da kann man auch mit dem Bödler durch, wenn es Niedrigwasser hat. Wir sind schon mal mit dem Stand-Up-Pedalboard auf dem Bauch liegen durch, weil es Hochwasser hatte. Morgen. Da sind wir da durchgerobbt und sozusagen mit dem Rücken an der Decke von der Brücke durchgeschrammt. Da war ziemlich Hochwasser. Im Winter friert es hier relativ zügig zu. Und hier auf der Fläche kann man dann Schlittschuh fahren.
ist natürlich nie offiziell freigegeben, aber da sind dann wirklich, keine Ahnung, 10.000 Leute auf dem Eis. Also ein Riesentrubel. Dort haben wir Glück. Diesen Winter. Dann kann ich auch mal ein Filmchen machen. So, eigentlich geht der Radweg jetzt geradeaus weiter. Aber ich habe natürlich eine Sondergenehmigung vom Präsidium in Stuttgart, dass ich hier auf dem Fußweg fahren darf. Weil ich betreibe ja hier Tourismusarbeit. Also hier darf man eigentlich nicht fahren, schon Fußweg. Aber wie ihr seht, aus so einer Möwe, viel Laub, ist hier keiner. Und wenn einer da ist, dann mache ich langsam. Habe ich noch nie Probleme gehabt. Ich mag gerade, heute läuft es gar nicht gut. Also, ich muss entweder langsamer fahren oder weniger schwätzen. Aber ich bin gerade immer so latent außer Atem. Das ist halt einfach das Alte. Und man ist halt nicht immer in gleicher Form. Das merkt man relativ gut, wenn man halt regelmäßig fährt. Dann merkt man einfach, dass nicht jeder Tag gleich ist. Sondern, dass es gute Tage gibt und schlechte, wo es eben nicht läuft. Und heute ist ein schlechter. Wenn ihr auf der Reichenau seid, dann könnt ihr da im Sommer hier bei dieser Reichenauer Fischhandlung sehr lecker Fisch essen in dem Gewächshaus hier. Ist im Sommer sozusagen Lokalität. Da gibt es dann frischen Fisch und Kartoffelsalat und Viertele. Und da könnt ihr dann lecker essen. Und wie ihr seht, kleine Häuschen, Gärten, überall Schilder privat, weil im Sommer ist hier ein, naja, da parken halt 100.000 Autos und parken einem den Anwohnern dann sozusagen im Garten rum. Kürbis haben wir ziemlich viel, aber Ferienwohnungen natürlich auch. Das Ganze ist natürlich recht idyllisch und die Insel ist auch noch nicht so bebaut, aber man merkt halt, dass immer wieder Häuser dazukommen. Das ist natürlich einfach eine tolle Gegend zum Wohnen ist. Preislich ist es allerdings mittlerweile fast unbezahlbar. Also ich weiß gar nicht, wo wir da pro Quadratmeter irgendwo liegen. Ich glaube, mittlerweile in Konstanz bei 5.000. Also das heißt, eine 100 Quadratmeter Wohnung seid ihr bei 500.000 plus Maklergebühr plus Notar seid ihr bei 600. Das wäre dann aber schon ein Schnäppchen. Also die Preise sind dermaßen explodiert in den letzten 5 Jahren. Ich wollte eigentlich auch immer mal ein Häuschen, habe ich mir abgeschminkt, weil man müsste viel zu lange arbeiten, um das abzubezahlen. Ich will ja nicht bis 67 arbeiten. Ich will eigentlich vor 60 aufhören. Weil das Leben ist zu kurz. Arbeiten in der Form bringt mir irgendwie auch nichts mehr, muss ich sagen. Vielleicht mal noch was Selbstständiges, aber so angestellt ist super. Aber irgendwann ist dann auch gut. Ich träume gerade mit offenen Augen. Meine Freundin träumt immer davon, ihr ein Häuschen zu kaufen. Da sage ich immer, dann bring mal die Hälfte vom Geld mit. Die andere Hälfte mache ich dann. Ja, hätte ich halt bloß mal geheiratet. Das ist jetzt hier so ein Klostergarten mit lauter Kräutern drin. Da sind auch mal viele Touris hier am gucken. Hier seht ihr irgendwie Porree und irgendwelchen Kohl. Und da ist kein, und hier Fenchel. Man riecht es auch. Also ab und zu riecht es hier auf der Insel schon sehr, ja, nach Gemüse und nach Gülle riecht es auch mal. Da ist dieser Kräutergarten. Hier ist der Yachthafen. Auf der rechten Seite gibt es auch eine kleine Kneipe, wo man auch mal ein Bierchen trinken kann und ein bisschen auf den See gucken. Da gibt es auch so eine Schiffslinie, die nach Einsbach rüberfährt. Aber im Winter fährt da nichts, nur im Sommer. Da ist der Hafen, der ist also leer.
Die ganzen Weichflöten haben schon ihre Segelboote rausgetan. Unser Segelboot, also unseres, das von meinem Vater, das liegt noch im Wasser, weil man muss ja immer bei der Eisernen mitfahren. Das ist die letzte Regatta im Jahr. Da, wo es immer schon so richtig kalt ist, im Dezember, da fahren dann die harten Männer, fahren dann da Regatta. Ich fahre da nicht mehr mit. Früher hat er mich immer genötigt, aber irgendwann hatte ich keine Lust mehr. Weil wenn man dann irgendwie, naja, so ein bisschen Ehrgeiz hat und also Regatten irgendwie vorne mitfahren will, dann muss man halt auch üben und trainieren, weil von alleine kommt da wie bei allem Sport nichts. Und wenn man dann immer eine stark schwankende Mannschaft hat, also Besetzung, dann klappt halt einfach vieles nichts. Wir haben jetzt die Schule, Grund- und Hauptschule. Natürlich sind gerade Ferien. Hier wieder Gewächshäuser, Sportplatz, also die Reichenau hat alles, was man so braucht. Ein Fußballverein, eine Feuerwehr, ganz viele Fasnachtsvereine. Fasnacht ist hier ganz groß auf der Reichenau. Die haben einen eigenen Umzug, Vereinsheim. Und ich fahre einfach mal weiter. Da haben wir sogar so einen Dingsplatz. Ihr werdet jetzt sehen, da wo man so mit dem BMX-Rad und mit dem Skateboard damit so rampen darf. Da haben wir sogar auch was, der ist allerdings immer leer. Da habe ich noch nie Kinder gesehen. Also hier wird wirklich nur Gemüse angebaut. Da haben wir Sellerie, da vorne haben wir Lauch, hier haben wir Kohl. Ihr seht, da wird also wirklich noch angebaut, aber jetzt im Herbst ist natürlich nie mehr so viel. Das ist das klassische Wintergemüse. Im Sommer hat es hier alles mögliche, Feldsalat und Tomate, Paprika. Sehr, sehr viele osteuropäische Leiharbeiter, die hier Erntehelfer sozusagen. Da sieht man dann immer die ganzen Kennzeichen aus Litauen und Polen und weiß der Geier wo. Da ist schon richtig was los, aber jetzt hier so um die Jahreszeit, ihr seht's, man ist eigentlich ganz alleine hier, da drüben hat es noch ein paar Leute. Aber im Sommer hat man ja eigentlich immer Leute rumlaufen, Spaziergänger, Rentner, Urlauber. So, jetzt fahren wir noch mal ein Stück weiter Richtung Campingplatz. Da machen wir auch noch mal einen Stopp. Da überlege ich noch, ob ich euch noch mitnehme hoch zur Hochwart. Das ist also der Berg hier auf der Reichenau. Aber da haben wir letztes Mal ein Plattlein gefangen. Da hat wieder irgendein Bauer Nägel verstreut. Oder ich hatte einfach Pech. Gucken wir mal. So, jetzt geht es hier Richtung Campingplatz. Da ist natürlich um die Jahreszeit auch nichts mehr los. Aber ich wollte euch einen kleinen Punkt zeigen. Wenn es Wind hat, hat es da unheimlich viele früher Surfer, heute diese Kitesurfer. Das ist so der Kitespot. Und ihr habt einen schönen Blick. Den zeige ich euch jetzt mal kurz. So, da sind wir. Und wie ihr seht, seht ihr da rüber auf die Höri und den Schiener Berg. Und da hinten geht es Richtung Stein am Rhein, Schaffhausen. Und wie ihr seht, absolute Ruhe, kein Mensch da. Im Sommer stapeln sie sich hier. Das ist so die Jahreszeit, die ich ganz besonders mag hier am See, weil einfach nicht mehr so viel los ist. Und hier kann man dann mal sich hinsetzen, Seele baumeln lassen, ein bisschen Sonne tanken, Flugzeuge angucken, Boote angucken, ein bisschen der See riecht, den Geruch wahrnehmen. Echt schön hier. Da muss ich noch mal eine kleine Sache einschieben. Da gibt es natürlich einen schönen Radweg, der unten am See lang führt. Der ist aber so verwinkelt und schottrig. Und ich fahre immer hier meine schnelle Runde. Wie man hier so sagt, ich will es ein bisschen rennelo. Deswegen fahre ich hier auf den Straßen. Weil er einfach geradeaus so ein bisschen in den Rhythmus reinkommt. Das brauche ich immer mal so vom Rennradfahren. Das gibt es halt beim Mountainbike nicht so, dass man einfach mal 20 Minuten mit konstanter Geschwindigkeit so vor sich hinstrampelt und dann so in den Modus reinkommt, wo man dann so ein bisschen das Gehirn auch leer kriegt und einfach mal so ein bisschen vor sich hin strampelt.
Deswegen fahre ich gern hier diese Straße. Aber ihr seht ja, Autos wenig. Da vorne kommt mein, nein, eigentlich meiner, also kommt so ein Gemüsehändler, hat so einen Garagenverkauf. Da gibt es immer günstig Paprika, Salat, sehr leckere Tomaten für wirklich kleines Geld. Der hat dann da einfach so eine Kasse stehen, fährt mal hin, nimmt sich so eine Tüte Tomate, schmeißt 2 Euro in diese Kasse rein und dann fährt man nach Hause. Da vorne seht ihr das Regal und diese Garagen, aber um die Jahreszeit gibt es da glaube ich nicht mehr viel. Deswegen hätte doch gar noch Tomaten, aber wir haben genug. Den haben wir uns dann auch mal unterhalten. Da gibt es dann Leute, die fahren mit ihrem Kombi davor, laden alles in den Kofferraum, machen die Klappe zu und fahren einfach weg, ohne zu bezahlen. Das sind so Sachen, wo dann immer mein Tourette-Syndrom durchbricht. In dem Weizen. Die Leute, die hier Urlaub machen, haben alle genug Geld, weil hier ist es teuer. Und dann klauen sie den Bauern die Tomaten. Da fällt mir dann auch nichts mehr ein. Ist echt teilweise traurig. Und wie ihr so ein bisschen seht, die Rechnau ist also nicht ganz flach. Es hat so ein paar Hügel. Deswegen fahre ich eben auch hier, weil unter am See, seht ihr ein bisschen, geht es ein bisschen runter. Ist natürlich flach und so ein bisschen hoch und runter ist gut für die Pumpe und für die Plauze. Und deswegen fahre ich hier immer oben. Kommt eigentlich, würde ich sagen, vom Rennradfahren. Weil wenn man ein Rennrad hatte, ist natürlich auf so Schotterwegen fahren immer ein bisschen blöd. Deswegen fahre ich aber. Die Runde ist so ganz schön. Zu gucken, was so passiert. Was so die Salatstube macht. Wie die ganzen Lokalitäten hier so heißen. Hier rechts geht es runter zum Löchnerhaus. Ist auch eher so was Hochpreisiges am See. Sehr schick. Kann man dann fein essen. Fältchen mit Kartoffeln und Salat für 27,50 Euro. Also die Preise sind teilweise hier schon wirklich gesalzen, muss man ganz ehrlich sagen. Ich war vor ein paar Jahren im Bayerischen Wald. So ein Mini-Treffen. Hab da mit meiner Freundin irgendwie Schweinebraten mit Knädel und ein Bier getrunken. Und da sind wir unter 20 Euro. Wir haben die Kellnerin irgendwie ganz entsetzt angeguckt, ob die sich wohl verrechnet hat. Dann haben wir auf die Karte geguckt und gesehen, nee, das ist der Preis. So, weil ihr seid, fahren wir jetzt nochmal schnell zur Hochwart hoch. Ihr seht da Wein. Reichenau hat also auch Wein. Und hier geht es jetzt rechts ein paar Meter nach oben. Ne, um einen kleinen Gang. Schnau wie so. Da hat es oben so ein Häusle, da ist ein Kaffee drin. Natürlich ein Funkmast. Und so ein schöner Aussichtspunkt. Im Sommer stehen dann hier so die Busse. Und da oben ist Tohuwabohu. Und jetzt, wie ihr seht, wenn wir Glück haben, sind wir ganz alleine da oben. Ist also ein schöner Aussichtspunkt, wo man halt über die Höri gucken kann. Im Sommer einen lecker Kaffee trinken. Aber man muss so ein bisschen hochstrampeln hier. Nicht steil. Aber mit dem E-Bike ist dann doch ein bisschen angenehmer. Jetzt muss ich dann doch ein bisschen schnaufen. Aber jetzt nehmen wir mal einen kleinen Gang. Mit 12 km/h. Paddeln wir da mal locker hoch. Hier stehen dann im Herbst immer so Weinwächter. Also Leute, die sitzen im Auto und bewachen dann den Wein. Das ist mir erst dieses Jahr aufgefallen. Entweder wird da so viel geklaut. Oder ich habe keine Ahnung. Ja, die stehen dann hier immer im Auto und gucken dann, dass da keiner irgendwie da so Reben abmacht. Ah, wir sind nicht alleine, oben sind schon welche. Aber ihr könnt es euch sicherlich vorstellen. Puh. Heute läuft es aber auch gar nicht. Ach, wäre es schön, mal wieder 20 zu sein. Dann wäre ich wahrscheinlich schon wieder daheim. Aber die Zeiten sind vorbei. Da seht ihr das kleine Häuschen, da ist so ein Atelier drin. Eine Künstlerin.
und eben einen Kaffee und so ein paar Tischle. Da fahren wir jetzt hinten um die Ecke. Und dann schwenke ich euch noch mal kurz hier über den See. Gehe ich euch mal kurz rum. Da ist das Häuschen, da ist die Schweiz. Da hinten noch mal Chinaberg, die Höri. Da in die Richtung Radolfzell. Da drüben ist Allensbach, Hegne, Konstanz. Und wie ihr seht, ein schöner Aussichtspunkt. Jetzt wollen wir mal eine kleine Pause machen. So, jetzt sind wir hier rechts, Leib und Seele, eine Bäckerei. Da ist im Sommer immer Schlange und selbst im Winter stehen sie draußen. Da gibt man leckere Brötchen und einen Kaffee. Irgendwie heißt auf der Reichenau alles irgendwie mit Seele, Samtseele, Leib und Seele. Also die sind hier, glaube ich, noch recht katholisch, glaube ich, sind die. Passt natürlich gerade zu dem evangelischen Feiertag. Heute ist ja nur frei, weil der Herr Luther vor 500 Jahren, glaube ich, da seine Thesen da an die Klotür genagelt hat. Deswegen haben wir ja heute frei. Ist ja auch schön. Und ich habe auch die ganze Woche frei, weil Montag war Brückentag, mit der Firma zu. Und Donnerstag und Freitag habe ich Überstunden abgebaut, dann baue ich ab. Dann habe ich sozusagen mit 0 Tage Urlaub eine Woche frei. Toll. Morgen. Und wenn das Wetter jetzt so ist wie jetzt, dann ist es natürlich super. Dann kann ich natürlich auch meine fette Quaddel da unten mal wieder ein bisschen bewegen. Weil ich brauche das. Das merke ich mittlerweile. Wenn ich mal eine Woche nicht Rad fahre, dann, wie soll man sagen, verdunkelt sich meine Stimmung zusehends. Ich werde zusehends unentspannter, aggressiver, genervter, gereizter. Also ich brauche die Bewegung einfach. Wenn ich sie nicht habe, dann komme ich total ins Ungleichgewicht. Und deswegen freue ich mich dann, wenn es jetzt so Wetter hat wie heute. Gemütlich eine Runde drehen, so ein Stündchen mal, das reicht. Dann nachher noch mit der Freundin am See ein bisschen spazieren. Oder mal ins Städtel gehen. Bisschen nicht tanken, weil nach dieser bescheuerten Zeitumstellung ist ja jetzt dann abends um 5:30 schon der Stockduster. Also das ist eins dieser Dinger, die ich bitte von der EU abschaffen würde, diese blöde Winterzeitdreck. Grausam. Sollte man abschaffen. Also die EU hat sicherlich viele gute Dinge gemacht und viele schlechte. Zum Beispiel Martin Schulz und die TPD. Aber sie hat auch ein paar gute Sachen gemacht, wie eine Währungsunion. Aber diese blöde Zeit, völliger Schwachsinn. Bitte abschaffen. Bitte, liebe Parteien, einfach mal im Bundestag Antrag stellen, abschaffen und dann einfach abschaffen. Wir haben ja gesehen, wenn man sich in der EU nicht an Gesetze hält, und passiert ja auch nichts. Also können wir ja auch mal einfach sagen, nö, Winterzeit, nö. Wollen die Bürger nicht. Und wir als Politiker sind die Vertreter der Bürger. Und wenn die Bürger das nicht wollen, dann lassen wir es halt. Ach ja, ich träume schon wieder. Dream on! So, jetzt sind wir dann gleich wieder auf der Allee und dann sind wir eigentlich auch schon so einmal rum. Man kann natürlich da hinten noch rumfahren und gibt es noch viel mehr. Aber ich merke einfach, mir wird es ein bisschen kalt. Habe ich dann doch wieder zu wenig angezogen. Und langsam kriege ich die Kälte oben irgendwie hinten in die Jacke rein. Und dann hinten so am Rücken runter. Beine sind schön warm. Hände sind auch okay. Aber da hinten an den Schultern. Jetzt wird dann doch ein bisschen kalt. Da vorne würde ich noch mal kurz bei der Vögelei halten. Weil ich bin gut zu Vögeln. Das müsst ihr immer wissen. Ich habe nämlich auch ein Vogelhäuschen jetzt auf dem Balkon. Und das ist toll. Da kommt dann immer die Spatzen und schmeißen die ganzen Körner über den Balkon, kacken auf dem Balkon rum, setzen sich auf die Wäscheleine und kacken dir auf dein frisch gewaschenes T-Shirt. Fantastisch.
Also wirklich toll. Aber wenn ich dann beim Frühstück sitze und die dann da immer in dem Häusel rumpicken, das entschädigt auch für die Sauerei, die sie da draußen veranstalten. Diese blöden Viecher. Deswegen Kernsatz dieses Videos: Kersten ist gut zu vögeln. Das war auch eine Ornithologin. Ah, da sind die Vögel. Achtung, Kurve. Und da seht ihr Schüttchen. Das Seeufer als Kinder- und Esszimmer. Und da seht ihr es. Im Moment sind es recht wenig. Normalerweise war hier schon die ganze Fläche voll. Da hocken sie jetzt und weiß nicht, was die da so machen. Überwintern halt. So vor sich hin treiben. Sich einfach mal treiben lassen. Die können das. Die haben bestimmt keinen Stress. An der Stelle würde ich mich dann auch wieder von euch verabschieden. Eigentlich war ein anderes Video geplant, aber irgendwie sind meine Reifen nicht gekommen. Ich habe Reifen bestellt, die wollte ich aufziehen mit dem Tubeless Kit da, mit der Ride Air. Dann hätte ich eigentlich noch eine Pumpe kriegen sollen. Das kam aber irgendwie alles nicht. Dann dachte ich mir, ich wollte ja jetzt wieder so ein Video pro Woche irgendwie machen. Und da jetzt gerade Hardware keine da war, dachte ich mir, dann nehme ich doch euch einfach mit. Quatsch euch ein bisschen die Hucke voll. Da ist gerade ein Reiher, der landet. Oder der, ja doch, der landet da. Ne, der macht eine Kurve. Da drüben sind übrigens auch noch Vögel, wie ihr seht. Laber euch so ein bisschen die Hucke voll. Und beim nächsten Mal gibt es dann wieder ein Technikvideo oder irgend sowas in die Richtung. Mal gucken. Aber Ziel ist im Moment wirklich ein Video pro Woche, auch wenn es nur ein kleines ist. Und in diesem Sinne verabschiede ich und sage wie immer, ciao, euer Kersten.